Okay, liebe Leute, wir gehen heute ein paar Grundlagen zum H-145 Helikopter der High Performance Group durch, insbesondere zur grundlegenden Steuerung und zu einem schnellen Cold and Dark Start. Okay, liebe Leute, dann gehen wir mal, glaube ich, erst auf die Einrichtung der Steuerung ein. Wir haben im Helikopter im Prinzip vier grundlegende Achsen, die wir belegen müssen. Wir haben einmal den Zeitklick, ja, so nennt sich dieser Stick hier. Und der kann vor und zurück und rechts und links bewegt werden. Dann haben wir das Collective, das kann hoch und runter bewegt werden. Und wir haben die Pedale, ja, die können rechts und links getreten werden. Das Zeitklick und das Collective und auch die Pedale können eigentlich so zugeordnet werden wie in einem ganz normalen Flugzeug. Ich habe hier so eine Übersicht erstellt. Einige werden das schon kennen. Das ist in meiner Checkliste zum Helikopter auch drin. Die neueste Version lade ich nachher nochmal hoch. Und hier könnt ihr sehen, dass das Zeitklick, ja, im Prinzip über Höhenruder- und Querruderachse zugeordnet wird. Ja, es ist wie der Yoke im Flugzeug, ja. Vor und zurück ist die Höhenruderachse, links, rechts ist die Querruderachse. Das Collective ist die Gasachse, ja, hoch, runter. Das hat nichts damit zu tun, dass da irgendwie Gas im Helikopter gesteuert wird jetzt erstmal. Das ist einfach nur, weil im Flugsimulator noch keine wirklichen Achsen für einen Helikopter da sind, ja. Das haben die halt so programmiert, ne? Collective mit Gashebelachse bedienen. Und die Pedale für das Drehmoment des Heckrotors werden ganz normal über die Seitenruderachse bedient. Ja, das kann ganz normal so zugeordnet werden und die Achsen heißen so, wie sie hier stehen, auf Deutsch auch wirklich im Flugsimulator in den Zuordnungen. Für das Video von heute brauchen wir noch eine weitere wichtige Taste. Das ist Cyclic Trim Release. Diese Taste solltet ihr am Joystick irgendwie an eine Taste binden, die ihr gut erreichen könnt, ohne dass ihr irgendwie eure Hand verdrehen müsst, sodass ihr sie während der Steuerung gedrückt halten könnt. Was die macht, kommen wir nachher zu, ja, aber das ist eine ganz wichtige Taste, ja, Trim Release, und das müsst ihr zuordnen über Anti-Ice Triebwerk 4. Ja, die Zuordnung im Flugsimulator heißt direkt so. Einfach einen Joystick-Button, an den er gut rankommt und den ihr auch gedrückt halten könnt, ohne euch irgendwie zu verkrampfen, auf Anti-Ice Triebwerk 4 umschalten festlegen. Wer das Ganze mit X's und O's macht, der muss ein bisschen aufpassen, weil X's und O's die Befehle anders durchleitet. Da ist es schwer, wirklich was gedrückt zu halten. Und mit Repeat funktioniert es auch nicht so richtig. Da würde ich gegebenenfalls nochmal ein extra Video machen. Man kann da über ein anderes Tool noch weitere Zuordnungen benutzen. Aber da gehen wir heute nicht drauf ein. Bei Bedarf mache ich das extra. Ne? Ansonsten Anti-Ice-Triebwerk 4 umschalten, Cyclic Trim Release. So, und auf diese fünf Sachen begrenzen wir uns heute im Video. Höhenruderachse, Querruderachse, Gashebelachse, Seitenruderachse, Anti-Ice-Triebwerk 4 umschalten. So, das sind die Zuordnungen, die ihr machen solltet. Von der Empfindlichkeit her wird eigentlich empfohlen, eine lineare Empfindlichkeit zu nehmen. Damit komme ich selbst aber auch nicht klar. Ich benutze aber alles, oder ich steuere alles über Achsen und O's. Das würde aber ungefähr so einer Empfindlichkeitskurve entsprechen. Das ist jetzt mein Joystick, ne? Das wäre der Cyclic. Ja, das wäre vor und zurück und links, rechts. Ja, das ist ungefähr eine 50-prozentige negative Empfindlichkeitskurve mit einer kleinen Todzone auf jeden Fall. Je nachdem, wie gut euer Joystick und eure Hardware ist. Ja? Gashebelachse einfach linear lassen, da braucht man nichts einstellen. Und bei den Pedalen, da habe ich auch eine negative Achse. Na, das ist meine quasi Seitenruderachse. Hier habe ich aber eine deutlich höhere negative Empfindlichkeit drin. Ja, und eine ordentliche Todzone reinhauen. Je nachdem, wie gut eure Pedale sind. Wer keine Pedale oder keinen drehbaren Joystick hat, das ist auch nicht schlimm. Wir können im Prinzip den Hubschrauber so einstellen, dass er auch kontrollierbar bleibt, wenn ihr keine Seitenruderachse habt. Da kommen wir dann auch gleich zu. Also für die grundlegende Einrichtung ist es das Wichtigste meiner Meinung nach. Alles andere kann man zur Not sogar über die Maus steuern. Aber wir gehen trotzdem nochmal in extra Videos dann auf die ganzen Beep-Trims ein und auch auf die Autopiloten-Modi. Aber heute fürs Grundlagenvideo soll das so reichen. Dann gehen wir jetzt, würde ich sagen, einen schnellen Cold and Dark Start durch mit den einfach nur wichtigsten Sachen. Und zwar fangen wir dazu im Overhead Panel an und setzen einfach nur drei Schalter. Das ist erstmal das Wichtigste. Und zwar den Batterie Master Schalter. Einmal in die Mitte klicken und dann nochmal ganz kurz auf, sag ich mal, nach unten klicken. Der springt dann aber automatisch zurück in die Mitte. Und wir brauchen die zwei Primerpumpen.
Ja, Primerpumpe 1, Primerpumpe 2, das reicht schon. Damit können wir den Helikopter starten. Sachen wie Licht haben einfach nur was mit Recht zu tun. Na, wir machen einfach, weil es richtig ist, rechtlich gesehen, Anti-Collision-Light an und ich mache in der Regel auch mal Positionslicht an. Fürs Positionslicht gibt es nicht immer eindeutige, sag ich mal, richtig und falsch Geschichten. Es ist nicht falsch, das auszulassen. Es ist aber auch nicht falsch, das schon anzuschalten zu diesem Zeitpunkt, zumindest am Tage nicht. Ja, aber das sind im Prinzip die drei wichtigsten Schalter. Batterie an und Primerpumpen an. Das ist das, was für den Start des Helikopters benötigt wird. Und dann können wir einfach schon, sobald hier unten Power-Up-Test okay steht, die Engines starten. Ja, Engine 1. Und hier achten wir einfach nur drauf, dass hier Start steht. Und wenn die Engine hochgefahren ist, steht hier Idle. Das ist das, was erstmal wichtig ist. Und wenn die Engine im Idle ist, starten wir die zweite Engine. So, bei Engine 1 steht jetzt hier Idle. Und solange wie der Schalter hier in der Mitte bleibt, geht's ja auch nicht weiter. Ja, es ist quasi der Leerlaufmodus. Dann starten wir Engine 2. Und schauen auch hier, dass das Ding in den Idle geht. So, Engine 2 ist jetzt auch im Idle. Und wir gucken jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir weitermachen, ob das Collective wirklich auch unten ist. Ja, also der Gashebel muss zurückgezogen sein. Es würde andernfalls zur Not auch eine Warnung kommen. So, und jetzt braucht man auch nicht große Checkliste. Jetzt können wir einfach alles, was hier drin gelb ist, müssen wir noch wegbekommen. Ja, und dann ist der Helikopter fertig. Ich ziehe mir das heute fürs Video mal raus. Ja, Alt-Graph, beziehungsweise rechte Alt-Taste, Mausklick. Und dann kann man sich hier so ein Fenster auch rausziehen. Das kostet aber, muss ich gleich sagen, auch tierisch FPS. Ich habe heute fürs Video auch mal die Grafikeinstellung ziemlich runtergedreht, damit das flüssig läuft. Ja, und wir konzentrieren uns heute auch auf dieses Display. Die anderen gehen wir gar nicht großartig erstmal durch. Und jetzt sehen wir da so ein paar Sachen. Engine 1 und 2 idle ist erstmal normal. Die Buttons stehen halt unten so, ne? Dann haben wir jetzt hier Standby, Batterie off. Schalten wir auf on. Die befindet sich hier rechts. Ja? Und wenn wir hier schon mal sind, machen wir die Avionik-Schalter gleich an. 1 und 2. Ja, das löst dann gleich erstmal die eine Warnmeldung oder macht die eine Warnmeldung weg. Dann haben wir Aft und Forward Fuel Pumps. Okay, das sind die hier. Ja, wir machen die Primerpumpen aus und machen die Transferpumpen an. Ja, dann ist wieder eine Warnmeldung weg. Dann haben wir Pitot 1, Pitot 2. Das sind die Schalter hier. An, beide, wieder eine Warnmeldung weg. Und theoretisch haben wir jetzt hier oben alle Warnmeldungen. Also alles, was wir hier oben schalten müssen, ist jetzt auch, ich sag mal, durch. Sachen wie zum Beispiel, Entschuldigung, eins fehlt noch. Entschuldigung, eins fehlt noch, vergessen, LAF CS Fail. Ja, das ist der Schalter auf die Pilotenstellung. Dann ist es auch weg. Damit sind wir hier oben durch. Es kann passieren, dass ihr mal, wenn ihr irgendwie falsch klickt oder was auch immer, eine Meldung bekommt, die nennt sich... Wartet. Bastei Open. Da gibt es Sys 1 und Sys 2, ja, also links und rechts. Dann müsst ihr hier oben im Overhead Panel bei den Generatoren gucken, dass ihr die Bus-Ties wieder schließt. Ja, und dann geht auch die Meldung wieder weg. Das kann mal, also früher ist es öfter eigentlich mal vorgekommen, dass diese Meldung da war. Sollte aber eigentlich heutzutage nicht mehr passieren. Aber damit ihr wisst, wo das ist, zeige ich es einfach ganz kurz. So. Alles andere, was wir oben schalten können, ist erstmal optional. Das sind ja so, ja, Bequemlichkeitssachen wie Aircondition, Heizung, Licht oder auch, ich sag mal dann Strobes, rechtliche Sachen und Landelicht. Ja. Ich mache jetzt einfach mal Strobes an, weil wir auch gleich losfliegen dann in Kürze und Landelicht auch. Ne? Aber das sind, wie gesagt, zum Beispiel rechtliche Sachen, die haben überhaupt nichts mit der Flugphysik zu tun. Ne? Da stößt ja nicht von ab, wenn das aus ist. So, jetzt haben wir noch eine Warnmeldung, Backup SAS, ja, Stability Augmentation System. Das ist hier unten im Prinzip, ja, das ja, Autopilotensystem, sag ich mal vereinfacht, ja. Alle drei Schalter einfach auf gelb schalten, auf ausschalten, dass die Lampen weggehen. Damit sind die Systeme an. Ja, und damit haben wir alles mehr oder weniger durch. Jetzt haben wir noch die Engines im Idle. Jetzt schalten wir die noch quasi in den Flight Mode, indem wir die Schalter nach oben drücken. Dann machen wir auch die Latch zu, also die kleine
ja, Sicherheitsverriegelung. Das gleiche machen wir für die Engine 2. Latch zu. Und dann muss das hier oben zu grün-weiß sein. Ja, und damit sind wir jetzt eigentlich ready zum Fliegen. Und damit das alles nicht so verwirrt, machen wir alles aus. Wir konzentrieren uns heute ausschließlich auf dieses Display. Bevor wir losfliegen und uns auch das Display genauer angucken, gehen wir ganz kurz ins Tablet rein. Ja, hier kann man raufklicken, dann geht das Tablet auf und heute konzentrieren wir uns nur auf die Seite Aircraft und auch auf die Seite oder die Unterseite Setup. Das reicht erstmal. Ihr könnt euch hier eure Schwierigkeit einstellen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, hier nicht Arcade zu wählen. Das ist ein relativ alter Modus. Man kann auch den Realistik-Modus benutzen und bestimmte Sachen ausschalten. Es ist dann trotzdem einfacher. Ich würde es auf jeden Fall auf Realistik lassen. Wer keine Seitenruderpedale hat oder sich auch, sag ich mal, mit dem Thema erstmal gar nicht auseinandersetzen möchte, weil er es einfacher haben möchte, der kann die erste Option ausschalten, Rotor Torque. Das heißt, damit wird das Drehmoment, was zurück auf den Helikopter wirkt, ausgeschaltet. Ihr müsst also die Drehmomente nicht mit den Heckrotorpedalen ausgleichen. Ja, ihr fangt also nicht an, euch irgendwie zu drehen, wenn ihr abhebt, sondern seid relativ stabil. Das könnt ihr hier ausschalten. Ich lasse es fürs Video an, damit wir gleich die grundlegende Steuerung lernen. Vortex Ringstake könnt ihr erstmal ausmachen, würde ich als Anfänger auf jeden Fall auch empfehlen. Und Aircraft Damage auch für den Anfang, ne? AFCS ATT Mode, Follow-Up Trim. Würde ich erstmal auf Only Hover lassen, weil das realistisch ist. Und hier im Video, ich erkläre es auch so, nur mit Only Hover. Ja, ich erkläre die anderen beiden Optionen jetzt erstmal auch gar nicht. Cyclic Sensitivity, ja, müsst ihr so einstellen, wie ihr mit klarkommt. Wenn ihr zum Beispiel mit einem Controller spielt und die Sticks, die sind ja doch relativ von den Wegen her kurz, da könnt ihr zum Beispiel das mal so runterziehen, ja. Ihr könnt es aber auch hochstellen, so wie ihr am besten mit klarkommt. Na, ich lasse es in der Mitte, weil ich meine, ich sage mal, Empfindlichkeit über die Kurven der Joysticks für mich ausrichte. Todzone ist auch nochmal 5% eingestellt bei mir. Und so würde ich es erstmal empfehlen, für einen Anfänger auch so einzustellen. Ja, es bleibt, wie gesagt, trotzdem ein relativ einfacher Hubschrauber. Der hat so viel Automatik drin, das Ding fliegt im Prinzip wirklich sehr, sehr stabil. Das soll aber durchaus so richtig sein. Ne? Also der ist halt so gebaut. Ja, das ist ein Unterschied wie, ich sag mal, von einer Boeing zu einem Airbus. Ne, der Airbus, der hat einfach dieses Autotrim und sowas alles drin. Es ist halt ein Unterschied da. So, ja, also so einstellen. Maximal noch, wer keine Seitenruderpedale hat, das dann auf Off schalten. Ich zeige nachher auch ganz kurz den Unterschied. Und dann machen wir das auch wieder weg, damit das nicht verwirrt. Und fürs Video lasse ich diese Ansicht so, damit ihr seht, ja, was ich so bewege. Ja, damit ihr das einfach mal sehen könnt. Ansonsten seht ihr hier unten auch immer die Stellung meines Collectives in ungefähr Prozent. Ja, also das ist wirklich nur die Stellung des Hebels. Und ihr seht hier nachher an der Lampe, ob ich den Trim-Release-Button drücke. Da kommen wir auch nochmal nachher zu, was er macht. Aber wenn ich den Trim-Release-Button drücke, leuchtet die Lampe unten grün. Ne? Einfach zur Erklärung, damit ihr wisst, auf die zwei Sachen könnt ihr mal achten hier. Dann kommen wir ganz kurz zur Erklärung dieses Displays. Für heute werden wir den Modus hier auch umschalten in den Ground-Vector-Modus. Das geht mit der Taste SCT. Ja, zweimal draufklicken, bis ihr diesen Modus habt. Als Anzeigename steht hier immer der Modus, der als nächstes kommen würde. Wenn wir nochmal draufklicken, kommt also wieder das HSI. Jetzt kommt der SCT-Mode und jetzt kommt der Hover-Mode bzw. Ground-Vector-Modus. Ja, das ist also der Hover-Modus oder Ground-Vector-Modus. Den benutzen wir heute fürs Video. Und muss aufpassen, wenn ich mit der Maus da drüber bin, funktionieren die Eingaben nicht. Das ist sehr ähnlich wie bei einem Flugzeug aufgebaut. Ja, wir haben den Fluglageanzeiger hier, wo wir im Prinzip sehen, wo sich unsere Nase des Helikopters befindet. Ne? Überm Horizont, unterm Horizont oder sind wir nach links gebankt oder nach rechts gebankt, ja, geneigt quasi. Wir haben hier oben auch einen ganz kleinen weißen, was ist das, ein weißes Quadrat, nee, Quatsch, Quadrat ist es nicht. Ein weißes Rechteck ist es, ja, unter diesem gelben T. Und das ist im Prinzip ähnlich wie die Libelle in einem Flugzeug. Das zeigt uns an, ob wir gerade irgendwie so einen Schiebemoment drin haben, nach links oder rechts. Das werden wir nachher im Flug dann auch besser erkennen. Ja, das ist aber, wie gesagt,
hier so ein weißes Rechteck unter diesem T. Und also auf dem Kopf stehenden T. Und hier haben wir das Geschwindigkeitsband. Ja, hier geht es dann hoch in Knoten, ja, 20 Knoten, immer weiter hoch. Dann gibt es auch so ein paar kleine Zwischenanzeigen, da gehen wir heute noch nicht drauf ein. Hier sehen wir unsere Power, quasi unser Torque, unser Drehmoment. Auch hier gibt es ein paar Anzeigen, da gehen wir heute noch nicht drauf ein. Nur ganz kurz nachher, da kommt so ein gelber Bereich und ihr solltet immer unter diesem gelben Bereich bleiben, das ist so der Normalzustand. In diesem gelben Bereich, der nachher hier kommt, darf man maximal so 30 Minuten fliegen, das ist so der Take-off-Power-Bereich. Der kommt hier dann so bei 6 ungefähr, na, auf diesem Band. Ja? Geschwindigkeitsband, Powerband, also Drehmoment. Hier oben haben wir im Prinzip die rote RPM-Anzeige, also die, ja, die Drehzahl des Rotors in Prozent, mehr oder weniger. Da gehen wir heute auch noch nicht groß drauf ein. Er sollte sich immer so in diesem Bereich befinden, ohne dass er gelb wird und ohne dass er hier oben rot wird. Hier haben wir ganz normal die Höhe, ja, Altitude, und hier hätten wir dann unsere vertikale Geschwindigkeit auch, so eine kleine Anzeige, ob wir steigen oder ob wir sinken. Das braune, was ist das? Eine Raute. Nee, was ist das? Eine Raute? Sagen wir Raute dazu? Dieses braune Diamantensymbol, sag ich mal so, ja? Das zeigt uns hier nochmal ganz kurz drauf an, auf einen Blick, ob wir gerade Höhe gewinnen, wenn das nach oben geht, ne? Oder ob wir Höhe verlieren, wenn das Teil nach unten geht. Ja, dieser braune Anzeiger. Das hier ist jetzt die Ground Vector Anzeige, beziehungsweise die Hover Anzeige. Wenn wir genau in der Mitte sind mit unserem Flugzeug, ja, dann hovern wir auf der Stelle. Wir sehen hier eine Skala. 10, 10, 20, 30. Das sind Knoten. Und je nachdem, wo sich das Symbol befindet, ja, dann bewegen wir uns halt mit der entsprechenden Geschwindigkeit nach vorne, hinten, rechts oder links. Ja, wenn wir vorwärts fliegen, dann gehen wir hier immer weiter nach vorne. Das wird man nachher im Flug erkennen. Aber die Zahlen sind halt Knoten. Das ist eine Skala. Und das ist wirklich unser Ground Vector, also über dem Boden, wie wir uns über dem Boden bewegen. Und ansonsten, klar, Kompassrose. Und alles andere lassen wir erstmal weg. Ja? Fluglageranzeiger, Geschwindigkeit, Power, Rotor RPM, Höhe, Altitude und vertikale Geschwindigkeit. Ja, das sind so die wichtigsten Sachen. Und das soll für heute, sag ich mal, reichen, worauf wir achten müssen. Ganz kurz zur Funktionsweise der Steuerung, aber wirklich nur ganz kurz, weil es eigentlich auch egal ist, ob man das versteht oder nicht, aber für Leute, die es interessiert. Die grundlegende Steuerung, also ich sag mal Nase hoch, Nase runter und so weiter, funktioniert über die Anstellwinkel der Rotorblätter. Ja, die Rotorblätter sind, ich sage mal, vom Anstellwinkel her veränderbar. Also sie können einen hohen Anstellwinkel haben, einen geringen Anstellwinkel haben und das funktioniert über diesen Metallring hier. Ja, hier ist ein Metallring. Und dieser kann hoch und runter gehen. Ja, also einmal komplett hoch und runter. Und das wird gesteuert über das Collective. Ja, damit wird quasi die... Oder damit werden die Anstellwinkel an jeder Position gleichmäßig erhöht bzw. verringert. Collective. Ja, also zusammen kann man sich vom Namen her vielleicht noch ableiten. Das heißt, wenn wir das Collective hoch bewegen... Ja, wenn ich hier am Collective quasi ziehe, ja, verändert den Anstellwinkel für alle Rotorblätter, oder nicht für alle Rotorblätter, sondern für alle, wie soll man sagen, für alle Positionen der Rotorblätter gleich. Ne, damit würden wir quasi steigen und sinken, ne, also vom Grundprinzip her, den Auftrieb insgesamt ändern, ja, hoch und runter. Über das Cyclic. Über die Zeitklicksteuerung, ja, also über den Joystick hier, können wir diesen Kreis oder diesen Ring ankippen. Ja, nach vorne, nach hinten, nach links, rechts. Ja, also da kann wirklich in 360 Grad wirklich in jeden Winkel gekippt werden. Und er erzeugt dann quasi auf der Seite, wo er unten ist, weniger Auftrieb. Das heißt, wenn der Ring jetzt so steht, ne, dass ich quasi den Zeitklick komplett nach vorne drehe, haben im Prinzip die Rotorblätter, wenn sie bei ihrer Drehung vorne ankommen, ich sag mal, den geringsten Anstellwinkel im Umlauf. Und wenn sie hinten ankommen, den höchsten Anstellwinkel im Umlauf. Das heißt, vorne wird weniger Auftrieb erzeugt als hinten. Und damit wird quasi das Heck hochgehoben,
die Nase gesenkt. Ja, und das gleiche geht für links-rechts. Ja, wenn ich den Zeiglink nach links drücke, dann haben die Rotorblätter im Umlauf auf der linken Seite einfach einen geringeren Anstellwinkel und genau 180 Grad gegenüber auf der rechten Seite dann den höheren Anstellwinkel. Und das heißt, links wird weniger Auftrieb erzeugt, kippt ein bisschen ab, rechts wird mehr Auftrieb erzeugt, wird ein bisschen angehoben. Und so wird im Prinzip, dann sag ich mal, der Helikopter gekippt und gesteuert über das Zeiglink. Ja, und über das Collective, wie gesagt, wird der Gesamtauftrieb erhöht und verringert. Und die Pedale erhöhen einfach nur hinten das Drehmoment vom Heckrotor, ja, links, rechts. Damit gleichen wir dann bestimmte Kräfte aus und wir benutzen es ein klein wenig auch für die für den Kurvenflug. Und wir machen mal, glaube ich, die Dinge auch aus und sparen damit, glaube ich, ein paar FPS. So, das ganz kurz zur grundlegenden Steuerung oder zur Funktionsweise dahinter. Im Endeffekt, wenn wir jetzt den Hubschrauber quasi abheben wollen und wir das Collective langsam hochziehen, erzeugen wir mehr Auftrieb. Und sobald wir vom Boden abheben, will sich eigentlich der Helikopter unter den Rotorblättern auch drehen. Ja, das hat einfach mit Physik zu tun. Warum, ist vollkommen Bockwurst. Aber wenn ich jetzt vorsichtig Gas gebe, ja, ich hebe ab, will sich jetzt im Prinzip der Helikopter unter den Rotorblättern eigentlich in entgegengesetzte Richtung drehen. Ne? Kraft und Gegenkraft. Ja? Und das muss ich jetzt zum Beispiel mit den Pedalen ausgleichen. Das ist aber nur im, ich sage mal, Schwebezustand notwendig. Also bei langsamen Geschwindigkeiten und wenn wir keine Autopiloten-Modi anhaben. Ja? Und ich könnte jetzt weiter nach links drücken, dann drehen wir uns nach links. Lasse ich wieder los. Ja? Will der Helikopter sich unter dem Rotorblatt wieder auch drehen? Oder unter dem Rotor drehen. Ich könnte so aber auch jetzt nach rechts reintreten und mich noch weiter drehen. Ne? Je nachdem, ob ich jetzt zum Beispiel überhaupt irgendwie, ich sag mal, mich drehen möchte. Ja, und wenn wir das zum Beispiel in den Optionen ausschalten, für Leute, die keine Seitenruderachse haben, ja, wenn wir das hier ausmachen, Rotor Torque, dann ist das nicht simuliert. Dann kann ich jetzt einfach nur das Collective hochziehen, würde abheben und eigentlich wird das automatisch mehr oder weniger ausgeglichen. Ne? Also ich trete jetzt nicht in die Pedale rein. Ja, es ist minimal vielleicht noch ein bisschen da für den Anfang, bis es sich, sag mal, ausgetrimmt hat. Aber ansonsten ist das eigentlich nicht vorhanden. Ja? So. Wir lassen es aber an zum Üben. Fürs Video. Ja, also ich kann auch empfehlen, wer eine Seitenruderachse hat, der sollte das anlassen. Das ist hier in diesem Helikopter alles sehr, sehr moderat und wirklich relativ einfach auch zu handeln. Mach mal nebenbei kurz Sky Dolly an. So, das ist der Unterschied zwischen Rotor Torque, on und off. So. Hier jetzt eine Anzeige, die demonstrieren wir nochmal, ne? Wenn wir dann langsam vorwärts fliegen, ja, dann geht das Flugzeug hier nach vorne. Fliegen wir nach hinten, geht das Flugzeug nach hinten und links und rechts. Ne? Wir demonstrieren jetzt also erstmal ganz kurz diese Anzeige hier. Das heißt, wir heben ganz klein wenig ab. Ja, ich muss ein bisschen gegensteuern, ja, damit wir uns nicht drehen. Kippt man ganz klein wenig nach vorne die Nase und dann würden wir ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Ja, und jetzt sehen wir, dass sich hier das Flugzeug nach vorne bewegt. Ja. Jetzt können wir im Prinzip die Nase hochziehen, dann fangen wir an, uns rückwärts zu bewegen. Wir sehen, dass das Flugzeug hier hinten ist. Ja, und dann kann man so versuchen, wirklich die Hover-Position zu halten. Das geht nachher mit Autopiloten-Modi noch einfacher, aber darauf gehen wir heute, wie gesagt, nicht ein. Und das gleiche gilt für rechts. Ja. Dann bewegt sich hier das Flugzeug auch nach rechts, beziehungsweise es bewegt sich ja der Kreis darunter immer. Ne? Aber es sieht so aus, als ob das Flugzeug jetzt hier, Entschuldigung, nach links kommt. Wir haben jetzt also eine Linksbewegung drin. Ja, und jetzt haben wir quasi eine Rechtsbewegung drin. Ja, und so könnt ihr versuchen, erstmal vorsichtig auch eine Hover-Position zu finden und das Hovern üben in dieser Anzeige. Das geht halt in der Anzeige nicht so schön in der anderen. Ja, aber wenn wir halt schön mittig sind, ja, dann stehen wir auch wirklich relativ still.
Nase nach unten bedeutet immer Fahrt aufnehmen, Nase nach hinten bedeutet eigentlich immer Fahrt abbauen bzw. sogar rückwärts fliegen. Ja. Also Zeitklick vor, Zeitklick zurück. Und Zeitklick links und rechts bedeutet dann auch in die entsprechende Richtung schweben. Jetzt gibt's, ich sage mal, drei Steuerzustände, sage ich mal. Ich nenne es auf Deutsch jetzt mal. Es gibt einen Autotrim-Zustand, es gibt den normalen Trim-Zustand und es gibt einen ungetrimmten Zustand. Der ungetrimmte Zustand ist nur zu erreichen, wenn man diese Trim-Release-Taste drückt. Ja, das, was in meinen Augen wirklich wichtig ist, was ihr zuordnen sollt, das habe ich am Anfang erklärt. Ja, das ist dieses Anti-Eis-Triebwerk 4 umschalten. Ja, Trim-Release. Trim-Release, das ist ein Begriff, den solltet ihr euch auch merken. Trim-Release. Den gibt es einmal für Cyclic und für Collective. Ich benutze das Ding aber im Flugsimulator immer nur fürs Cyclic. Das heißt, wenn ich von Trim-Release spreche, meine ich immer Cyclic-Trim-Release. Und im Cyclic-Trim-Release, ja, also wenn wir den drücken, dann hat der Hubschrauber keine automatische Trimmung und er bewegt sich 1:1 auch mit dem Joystick mit. Das wäre dann, ich sage mal so, das Feeling, wie man es in einem klassischen Helikopter hat, ohne irgendwelche Autotrimmung und sowas, ne? Damit wird dann auch nicht automatisch irgendeine Attitude gehalten, sondern wirklich, ich muss den Joystick so halten, wie ich ihn in der Attitude haben will. Das ist also ein ungetrimmter Modus. Dann gibt's den Trim-Modus. Das heißt, das Flugzeug hält eine bestimmte Attitude, also eine bestimmte Nose-Down, Nose-Up, Position und einen bestimmten Bank-Angle, ne? Also links, rechts. Ja, das ist ein getrimmter Modus. Und wenn ich im getrimmten Modus den Joystick bewege und ich ihn dann wieder loslasse, geht er zurück in diese Stellung. Und dieser getrimmte Modus ist der Standardmodus, wenn wir schneller als 30 Knoten fliegen. Dann geht er in diesen getrimmten Modus über. Und dann gibt es noch den Autotrim-Modus. Dieser Modus ist bis 30 Knoten aktiv. Und im Autotrim-Modus, dann ist es wie wirklich Airbus fliegen. Das heißt, wir können mit dem Joystick den Helikopter in eine bestimmte Attitude drücken, also in eine bestimmte Fluglage, lassen den Joystick los und der Helikopter behält diese Attitude bei. Ja, er trimmt also automatisch das Flugzeug so nach. Ja, das werden wir jetzt mal quasi testen. Ja, wir sind jetzt also im Autotrim-Modus, wenn wir abheben und nicht schneller als 30 Knoten fliegen. Ja, wir heben also wieder kurz ab. Muss man ein klein bisschen, ne? Das Drehmoment ausgleichen, ein klein bisschen nach links ins Pedal drücken. Ja. Wir heben aber durchaus ein paar Fuß ab. Und wenn ich jetzt die Nase nach vorne drücke und ich lasse den Joystick los, dann bleibt die Nase da unten. Seht ihr das? Nase nach oben, ich lasse los und die Nase bleibt mehr oder weniger so. Nase nach unten, bleibt so. Nase nach so, bleibt so. Genauso links, rechts. Hubschrauber nach rechts, bleibt so. Hubschrauber nach links, bleibt so. Autotrim. Ja, immer natürlich mit ein klein bisschen Verzögerung drin. Aber das ist ein Autotrim-Modus. Das heißt, ihr dürft den Joystick nicht zu lange in eine bestimmte Position, oder ihr braucht ihn nicht in eine bestimmte Position gedrückt halten, sagen wir es mal so. Ne, ihr könnt dann immer loslassen. Ja, und er hält dann die entsprechende Attitude. Ja. Das ist der Autotrim-Modus. Deshalb kann man damit auch super, super hovern, weil man halt den Joystick immer wieder auch loslassen kann und einfach nur so ein bisschen die Nuancen, ne, versuchen auszugleichen. So. Und hier oben sehen wir jetzt nochmal das Dreieck. Entschuldigung, das Rechteck. Ich sag mal Dreieck. Das Rechteck, das ist im Prinzip ja wie die Libelle im Flugzeug, ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel so einen Schiebemoment drin. Wir fliegen unsauber, ne? Wir driften so ein bisschen. Ja, und das heißt, ich habe das Pedal einfach viel zu weit durchgetreten und wir driften. Ne? Genauso in die andere Richtung auch. Ja, jetzt muss ich wieder nach rechts drücken. Ja, und jetzt trete ich voll rechts rein und wir haben jetzt einen Drift nach links drin und sowas. Ne? Das könnt ihr da oben immer dran erkennen, ob ihr gerade sauber fliegt oder nicht. So, ab einer bestimmten Geschwindigkeit erscheint hier unten auch nochmal eine braune Raute, da ist es schon, ja, die zeigt auch nochmal so ein bisschen das Schiebemoment an, ne, ob wir uns gerade also zusätzlich drehen oder nicht, ja, unsauber,
ne, fliegen, also eine Drift drin haben oder einen Gear-Moment oder wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und solange, wie gesagt, unter 30 Knoten bleibt, habt ihr diesen Autotrim-Modus. Das ist total easy zu fliegen. Und wenn ihr anhalten wollt, müsst ihr gucken, dass ihr hier unten das Symbol in die Mitte bekommt. Ja, das heißt, dann hovern wir wirklich auf der Stelle. Ich sag mal, hovern bzw. schweben ist nicht nur unbedingt auf der Stelle schweben. Ja? Auch leichte Rechts-Links-Bewegung oder vor-zurück kann man durchaus hovern zu sagen. Und so werde ich das auch teilweise benutzen, weil mir dann irgendwo einfach auch die Worte fehlen, ne? Für langsames Schweben, weiß ich nicht, ob es da ein extra Wort gibt auf Deutsch. Wird auch hovern zu sagen. Und dann kann man absetzen. Ja, der Autotrim-Modus, wie gesagt, bis 30 Knoten. So, dann gehen wir jetzt mal vom Autotrim-Modus in den normalen Trim-Modus über. Das heißt, ab 30 Knoten wird im Prinzip die Attitude auf eine bestimmte Position gefixt. Ja, also der Joystick wird eigentlich ja mehr oder weniger festgeklemmt auf eine bestimmte Stellung. Und das funktioniert natürlich, wenn wir keine Force-Feedback-Hardware haben oder so, funktioniert das bei uns nicht. Ne? Also am Computer ist das immer nicht so 100% realistisch wie draußen machbar einfach. Außer jemand hat wirklich extrem teure Hardware. Aber die meisten von uns haben einfach nur einen Joystick. So, und das heißt, wenn wir dann den Joystick bewegen, ohne den Trim-Release-Button zu drücken und wir lassen den Joystick los, geht er wieder zurück in diese festgeklemmte Attitude, in diese festgeklemmte Lage. Wenn wir die Lage ändern wollen, müssen wir dann also entweder gleich den Trim-Release-Button drücken, eine neue Lage einnehmen und den Trim-Release-Button wieder loslassen. Oder aber wir bewegen erstmal nur ganz kurz mit dem Joystick den Helikopter in eine neue Lage und drücken ganz kurz auf den Trim-Release-Button. Das geht hier im Simulator auch ganz gut. So, wie gesagt, ihr seht hier unten immer, ob ich den Trim-Release-Button gerade drücken oder nicht. Ja, wenn er grün ist, ist er gedrückt. Man muss das Ding auch halten. Ja, wenn man loslässt, ist quasi der Trim-Modus wieder drin. Das heißt, wir heben kurz ab. Gehen mal ein kleines Stück hoch. Und nehmen jetzt ein bisschen Fahrt auf nach vorne. Ja. Und ihr könnt hier, wie gesagt, diese Raute auch erkennen. Ich gebe mal ein bisschen Power rein. Na, jetzt würden wir sehen, dass wir quasi steigen. Ja, so ein bisschen einfach fürs Auge, dass man gleich erkennt, okay, wir haben gerade ein bisschen vertikale Geschwindigkeit nach oben drin. Na, jetzt würden wir so halbwegs eine Höhe halten. Wenn ich rausnehme Power, ne, dann würden wir sinken. Und wie hoch die vertikale Geschwindigkeit ist, das sehen wir hier dann auch immer. Ja, das ist aber einfach mal so eine zusätzliche optische Hilfe. So, jetzt haben wir 30 Knoten. Wenn ich jetzt quasi den Joystick bewege, ja, na, ich ziehe den Joystick nach hinten, lasse los, geht aber wieder runter in diese festgeklemmte Position. Ja, Joystick nach links, ich lasse los, er geht zurück in diese festgeklemmte Position. Wenn ich die jetzt ändern will, also entweder Cyclic Trim Release Button drücken, zack, Position ändern, loslassen, ja, also den Button loslassen und den Joystick loslassen. Ja, und dann behält er diese Position bei. Button drücken, Joystick nach hinten ziehen, Button loslassen, Joystick loslassen und er behält diese Position bei. Ja, das geht mit links, rechts natürlich auch. Ja, loslassen, drücken, neue Position, loslassen. Oder aber, was auch geht, ist kurze neue Position suchen. Ja, damit kämpfen wir jetzt aber im Prinzip gegen die Trimmung. Und kurz, also man muss es schnell machen, ne? Also gegen die Trimmung kämpfen mit dem Joystick. Und dann den Button kurz drücken. Ne? Geht auch. Ist aber in meinen Augen nicht die richtige Art und Weise, das zu machen. Ja, am besten ist es wirklich Trim-Release-Button drücken, neue Positionen einnehmen, loslassen. Das ist so die saubere Variante. Ansonsten kämpft ihr gegen diese Trimmung mit dem Joystick. Ja, der nimmt ihr immer wieder ein. Und so könnt ihr dann erstmal ein bisschen das Steuern üben. Ja, Kurve fliegen könnt ihr machen, indem ihr einfach nach links bangt, ja, wie in einem Flugzeug auch. Und man kann ein bisschen den Heckrotor auch einsetzen, so muss man aber nicht unbedingt.
Ab einer bestimmten Geschwindigkeit braucht man den Heckrotor zumindest hier im Simulator eigentlich gar nicht mehr groß einsetzen. Da ist das Drehmoment mehr oder weniger automatisch auch weggetrimmt durch die Automatik. Ja, es ist nur wirklich auf den ersten paar Knoten im Schwebemodus. Da muss man auch das Drehmoment mit den Pedalen, sag ich mal, ja, ausgleichen, sofern man das jetzt nicht deaktiviert hat. Und ansonsten die übliche Steuerung. Nase nach unten, Geschwindigkeit aufnehmen. Man verliert dabei aber gleichzeitig ein bisschen Höhe, ne, weil der Vektor dann einfach nicht mehr gerade nach oben geht, sondern unser Vektor für die Energie geht nach vorne. Und damit fehlt ein bisschen Vektor nach oben. Wenn wir jetzt Geschwindigkeit abbauen wollen, dann nehmen wir die Nase hoch. Und ich sag mal, ab 40 Knoten haben wir zusätzlich Lift durch die Geschwindigkeit drin. Das heißt, wenn wir die Nase hochnehmen und wir ändern nicht unseren Collective, dann werden wir steigen. Das heißt, zum Geschwindigkeit abbauen, Nase hochnehmen, Collective ein bisschen runterdrücken. Ja. Oh, wir haben Traffic. Habe ich Traffic an? Achte grüne Neune. Traffic Alert. Ich vergessen auszuschalten. Wie gesagt, Geschwindigkeit abbauen, Nase hochnehmen, ein bisschen Collective rausnehmen. Und zum Geschwindigkeit aufbauen, ja, Nase runter. Und wenn wir die Höhe halten wollen, ein bisschen Collective reingeben. Und wenn wir eine entsprechende Geschwindigkeit haben, die wir halten wollen, dann so ein bisschen die Nase wieder anheben, klein wenig. Bis hier dieser Pfeil auch verschwindet. Das ist der Pfeil, ob wir gerade noch beschleunigen oder nicht. Der gelbe Pfeil. Ja, und dann die Raute auf den Horizont ausrichten, die hier. Und dann haben wir einen stabilen Geradeausflug mit einer festen Geschwindigkeit. Probe drehen. Vergessen den Knopf zu drücken. Kurve drehen. Ja, zeigt die Trim-Release. Loslassen. Und ganz einfach eigentlich. So zum Landen. Wie gesagt, ab ca. 40 Knoten haben wir zusätzlich, sag ich mal, aerodynamischen Auftrieb durch die Geschwindigkeit, die wir haben. Unter 40 Knoten fällt das weg. Das heißt, unter 40 Knoten wird plötzlich der Auftrieb geringer und wir müssen aufpassen, dass wir nicht absacken auf den Boden. Dafür kommt nachher am Boden der sogenannte Bodeneffekt dazu. Das heißt, am Boden ist es generell einfacher zu hovern. Wir brauchen also weniger Power. Man muss jetzt also diese beiden Effekte abpassen, wenn wir wieder nach unten kommen. Und ich kann zum Landen nur empfehlen, dass ihr erstmal versucht, wirklich langsam runterzukommen und wirklich erstmal zu hovern und dann vorsichtig auf eure Landeposition zuzusteuern. Wer nachher fortgeschritten ist, der kann eigentlich direkt auf die Landeposition zufliegen, dabei gleichzeitig sinken und der kommt nachher mit ganz viel Übung genau zur Landeposition quasi unten an. Ja, aber das kriege ich selber zum Beispiel auch noch gar nicht hin. So, das heißt, wir bauen jetzt erstmal Geschwindigkeit ab. Nase hoch. Ja, Cyclic Trim Release loslassen. Nimm ein bisschen Power raus, sodass wir rechtzeitig erstmal wieder runterkommen auf ca. 20 Knoten oder so, sodass wir wieder im Autotrim-Modus sind. Ja, wir sind jetzt wieder im Autotrim-Modus. Wir haben jetzt 20 Knoten, jetzt kann ich die Nase runternehmen, brauche dazu nicht immer den Release-Button drücken und er bleibt so. Und hier müssen wir jetzt wieder ein bisschen die Drehmomente ausgleichen. Ja, jetzt sinken wir ein bisschen. Und wir wollen hier wieder hin. Ganz grob erstmal. Das heißt, ich bin jetzt bei 30 Knoten. Ich habe jetzt schon keinen translateralen Lift mehr. Mehr oder weniger. So dass ich den einen Effekt schon mal erstmal nicht mehr beachten brauche. Und fliege jetzt langsam mit ca. 25, 30 Knoten auf meine Landeposition zu. Und da müssen wir natürlich abschätzen mit der Höhe, ne? Raute ist unten, das heißt, wir sinken. Hier sehen wir auch, wie viel wir sinken, ungefähr 600 Fuß.
passt mit meinen Anzeigen hier überein. Hier sehen wir nochmal eine Radarhöhe, also die tatsächliche Höhe über Grund. Ich gebe wieder ein bisschen Power rein. Ein bisschen Drehmoment rein, dass wir jetzt nicht mehr zu doll sinken. Und dann gehen wir ganz langsam auf unsere Position drauf zu. Beziehungsweise erstmal irgendwie runter. Und hier, wie gesagt, sehen wir auch immer schön, ne, wirklich unsere Ground-Vektoren, also unsere Vektoren über Grund. Ich habe noch ein ganz klein bisschen Rechtsdrall drin. Ja, ich versuche mal auszugleichen. Und jetzt müssen wir langsam aufpassen, wir kommen auch gleich in den Bodeneffekt und dann kann es nämlich sein, dass wir wieder anfangen zu steigen, dann wieder sinken und steigen und sinken. Ja, ich ändere nichts am Power gerade, ne? Wir werden im Prinzip jetzt nicht nach unten kommen, weil der Bodeneffekt kommt. Ja, wenn wir ungefähr 40% Torque drin haben, sollten wir nicht bis nach unten durchkommen. Das ist zu viel. Wir brauchen ungefähr 30 Torque, damit wir dann halt wirklich auf den Boden runterkommen. Na, jetzt sind wir im Bodeneffekt, schweben hier schön vor uns hin. Fliegen jetzt auf unsere tatsächliche Position zu. Wie gesagt, alles im Autotrim-Modus. Brauchen den Joystick nur immer wieder loslassen und erhält die Attitude, die Fluglage. Und bei 40% Torque, wie gesagt, brauchen wir uns keinen Kopf machen. Wir werden nicht aus Versehen irgendwie auf den Boden knallen. Außer wir nehmen jetzt eine zu extreme Position an. Ja, wenn wir jetzt unheimlich stark nach links oder rechts banken oder nach vorne oder hinten die Nase neigen, dann wird natürlich auch Auftrieb fehlen und wir werden absacken. Aber bei Standardgewicht 40% Torque und ihr seid relativ safe. Ich muss mit den Pedalen, oder ich kann mit den Pedalen jetzt auch ein bisschen rechts-links lenken. Ganz easy. Wie rollen auf den Boden mit dem Flugzeug, ne? Quasi wie lenken. Und dann suchen wir uns halbwegs eine Stelle aus. Versuchen erstmal dann wieder hier absolut null Speed reinzubekommen, ja, dass das Flugzeug hier schön mittig ist. Ohne Autopilot bleibt das auch immer erstmal eine kleine Formelei. Der Autopilot wird es nachher erleichtern, aber das übt dann null, den Autopiloten zu benutzen. So, und jetzt einfach langsam das Collective weiter runterziehen. Ganz langsam. Zack, bei 30 haben wir dann wirklich keinen Auftrieb mehr. Also langsam von 40 dann runterziehen, so bei 35 Prozent Torque oder so sinkt man auch schon langsam und dann geht's runter. Immer weiter runterziehen und dann steht man irgendwann wieder. Relativ einfach, also zumindest mit dem Airbus-Helikopter. Ne? Das kann man nicht vergleichen mit, ich sag mal, Helikoptern aus DCS World oder sowas. Ich habe in DCS World noch keinen Helikopter gesehen, der dieses Autotrim hat. Ja, das macht es einfach so total easy. Gut, liebe Leute, dann soll es das für heute gewesen sein. Wir machen dann im nächsten Video weiter mit den Autopiloten-Modi so ein bisschen und mit den Beep-Trims. Ja, das werden wir im nächsten Video erklären. Das macht das Ganze nochmal einfacher. Und ja, am Ende wie immer der Hinweis auf unseren JD-Community-Discord-Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen über 8000 Mitglieder, wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team und mehrere Tech-Support-Kanäle. Ich kann euch nur wie immer anbieten, wenn ihr irgendein Problem mit oder Fragen zum Flugsimulator habt, dann kommt doch zu uns auf den Discord. Man kann dann einen Augen wesentlich besser
helfen, als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch dort natürlich auch einfach nur mit anderen Leuten über den Flugsimulator austauschen, beziehungsweise vielleicht sogar den einen oder anderen Mitspieler für eine Multiplayer-Sitzung finden. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite beziehungsweise in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen bzw. ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.